geht, stilles Sitzen, wie gewohnt hinsetzen, aufrecht, frei atmen, Augen schließen, um einen der Sinne schon mal nicht zu belasten. Also, dass man da nicht mehr so viel mit zu tun hat, aber auch sich nichts Neues vorzustellen, das ist wichtig. Also keine Gedankenbilder, keine Visualisierung und so. Eine Intention, eine Absicht, freundlich, aufmerksam und gelassen mit mir, mit dem, was jetzt ist, in diesem Fall, den Körper und den Geist von selber zur Ruhe kommen lassen. Also auch nichts zu wollen, ja, dass das jetzt in Ruhe ist. Aufmerksam sein. Und zum Anfang ist es wirklich gut, immer wieder mit der Aufmerksamkeit zum Atmen. Immer wieder mit der Aufmerksamkeit zum Atmen. Gedanken schweifen ab. Ja, immer wieder zurück zum Atmen. Aber freundlich, aufmerksam und gelassen. Das ist dann schon so eine Art Trainieren, aber ohne Anstrengung. Ja, das ist, man muss das machen, um den Fokus dran zu gewöhnen, dass der bei einem bleibt. Dann sollte das innere Lächeln entstehen, also wenn Körper und Geist zur Ruhe gekommen sind, nur noch der Körper da ist, wie er atmet, dann entsteht normalerweise dieses innere Lächeln. Das ist meistens nicht so. Die Hindernisse zum inneren Lächeln, das sind deine Lehre. Also mit denen geht man dann um. Und daraus dann lernen mit dem RAIN-Prinzip, Recognize, Allow, Investigate, Nurture, also erstmal mitkriegen, was da überhaupt ist. Das, alleine das kann schon ziemlich lange dauern. Also länger als diese eine Sitzung, sondern man wird darin besser, erstmal festzustellen, was überhaupt los ist. Und dann erlauben, was da ist. Und dann interessiert untersuchen, was das ist, wie ich damit weise umgehen kann, also in Richtung Gesundheit, Weisheit, Ausgeglichenheit und dann diesen Weg einüben. Nurture, pflegen, kultivieren, Bhavana. Ja? Also den Weg, den ich selber rausgefunden habe in Bezug zu meinen Hindernissen, wie ich langsam zu einem gesünderen, weiseren, angenehmen Weg gehe. Wie der Weg für mich aussieht. Also es ist nichts, ich bin fertig, sondern es ist ein Einüben eines Prozesses, der langsam zur allgemeinen Besserung führt, in die Richtung. Manchmal ist es nicht gut, manchmal ist es gut. Ja? Jeden Tag aufs Neue steht hier für 15 bis 30 Minuten, also sucht euch da eine Zeit aus, was für euch angenehm ist. Immer wieder zur gleichen Tageszeit, wenn es geht, am gleichen Ort, in Stille sitzen, dass das eine Praxis wird. Und für viele dieser Hindernisse ist es gut, einen erfahrenen Praktizierende zu haben, die man eben ab und zu weise fragen kann. Ist hilfreich. Oder ihr müsst wirklich viel, viel lesen und dann aus dem Gelesenen lernen. Also nicht nur bei einem Buch bleiben, sondern eben viel Zeug lesen. Ist sowieso sinnvoll, weil auf lange Sicht solltet ihr eure eigenen Lehrerinnen werden. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, die paar Punkte hier, die findet ihr auf der Internetseite. Ich packe die vielleicht auch unter das Video. Wir sitzen einfach mal nicht lange, na, 5 Minuten oder so, einfach mit diesen Aspekten rum. Mit geschlossenen Augen. Aufrecht, frei, atmend. Ihr könnt in einer
allgemeinen Position sitzen, auf einem Stuhl, das, was ihr gewohnt seid. Ihr müsst da nichts Neues üben. Und dann Körper und Geist zur Ruhe kommen lassen. Und immer wieder mit der Aufmerksamkeit auf den Atem zurück. Zum Körper, wie er da atmet. Freundlich. Aufmerksam. Und gelassen. Hier und jetzt. Der Geist abschweift, einfach wieder zurück zum Körper, wie er da atmet. Ihr könnt euch auch einen Punkt aussuchen, wo ihr den Atem am besten spürt und dann dabei bleiben. Nicht nur in dieser Sitzung, sondern in euren zukünftigen
zum Abschluss ist es gut, nicht sofort aufzuspringen, sondern nochmal kurz ohne Gedanken sich die Frage zu stellen, wie war das jetzt? Einfach, um aus diesem ohne Monolog reflektierenden langsam über sich selber zu lernen. Ziemlich wichtig, diese kleine Pause zum Abschluss. Drei Atemzüge lang. Sich auch dafür zu bedanken, mit langsam öffnenden Augen dafür zu bedanken, dass man überhaupt die Chance hat, mal für 7 Minuten in Stille rumzusitzen. Dankbar dafür sein, dass man das jetzt mal machen kann. 7 Minuten mal. Kein Stress, nicht hin und her rennen, nicht irgendwas erledigen. Und einfach mal für sich freundlich, aufmerksam und gelassen sein. Nehmt euch irgendeinen Zeitgeber, ihr bräuchtet den nicht, wenn ihr immer offene Zeit habt am Tag, die ungefähr so lang ist, dann ist das ja gut. Aber zum Anfang ist es eben gut, damit man sich überhaupt diese Zeit freiräumt, also einen Termin sich selber gibt von 15 bis 30 Minuten und dass man das, was dann im Anschluss kommt, eben nicht verpasst. Normalerweise wäre es gut, eben zu sitzen, wie es angenehm ist. Der Buddha wird wahrscheinlich auch keinen Timer gehabt haben. Aber unsere Terminkalender, auch Tagskalender, sind so voll, dass man eben sagt, okay, für diese 15 oder 30 Minuten die Zeit nehme ich mir und dann gibt es einen Gong, dann schließe ich das ab in Ruhe und dann geht der Tag ja meistens weiter. Also die Punkte auf der Liste, irgendeinen Timer, der für euch angenehm ist und dann sucht euch eine Zeit in eurem Tagesablauf, wo ihr das gut unterbringen könnt und wo es euch am meisten hilft. Morgens, mittags oder. Ne? Oder wenn ihr von der Arbeit kommt oder vor dem Einschlafen. Also vor dem Einschlafen ist die schwierigste Variante, weil ihr ja trotzdem wach bleiben solltet. Ja. Und dann abschließen und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, ins Badezimmer und erst dann schlafen gehen. So viel zur Einführung. Ich gucke nochmal in den Chat.